Ich hoffe, ihr habt alle eure Taschentücher eingepackt, denn heute gehen wir in den Heulwald. Da wird's was zu heulen geben, aber sowas von. Ja, lahme Witze mal ganz beiseite. Ich check lieber mal, ob ich Yugitero dabei habe. Yep, nicht, dass ich nachher aus Versehen alleine mich auf diese neue Mission begebe. Wir sollen den verlorenen Farbigel im Heulwald suchen. Und jeder, der Pokémon Channel gespielt hat, weiß, dass Farbigel ein wahrer Kunstexperte ist, der immer weiß, wovon er spricht und der sich auch niemals wiederholt. Naja, um ehrlich zu sein, ich hoffe, ihr habt nicht unbedingt Pokémon Channel gespielt. Es ist nicht unbedingt das beste Pokémon-Spiel, was man spielen kann. Aber wer weiß, vielleicht werde ich es eines Tages sowieso Let's Playen. Dann allerdings nur ohne den Anime, der dazu läuft, weil ich glaube, ich würde mir damit nur Ärger einhandeln. Denn Pokémon-Anime-Clips werden ja zu gerne von YouTube gelöscht. Tja, bisher haben wir nicht viel zu heulen im Heulwald. Am Moment, ich dachte, da wäre eine Sackgasse, aber nein, es geht weiter! Und ein kleines Honduster wartet im Schatten. Ich hab dich aber gesehen. Komm her, komm her. Wow, schießt du einfach um die Ecke? Hast du einfach um die Ecke geschossen? Das kann ich auch. Ich vertraue einfach mal auf mein Glück und sage, der Ausgang ist hier. Oh yeah! Geht doch! Dankeschön, mein Glück. Ist ja mal ganz nett zu wissen, dass du mich nicht immer im Stich lässt. Und Yukitero, bitte kümmere dich um... Meine Blume blüht! Ja, bitte kümmere dich um dieses langohrige Viech da. Dieses Flurmel. Und was müssen meine Augen da sehen? Drei Items. Und coole Saat. Gegen Spoink. Und sieh an, es ist kein Monsterraum. Ein Radarorb, ein Wuchtorb. Das ist ja echt wuchtig, der Wuchtorb. Wenn ich nur mal Gelegenheit finden würde, ihn einzusetzen. Die Orbs, die bleiben bei mir ja meistens im Beutel liegen und vergammeln da. Und ein weiteres Honduster. Hallo, mein kleiner Hundi. Bist du schön Gassi gegangen? Dann hieß hier deine Belohnung. Wer weiß, vielleicht ist die Treppe ja wieder... Och, Honduster. Ist Farbigel von den Hundusters entführt worden oder was? Ich wollte sagen, vielleicht ist die Treppe da, wo sie vorhin war, aber... Nö, ein Raum weiter. Und hey, Yukitero, du hast ja doch mal getroffen. Du erstaunst mich immer wieder. Ich weiß gar nicht... Wow! Boah, hast du die Sonnencreme eingepackt? Meine Blume blüht! Kannst du auch was anderes sagen? Hattest du nicht mindestens zwei Kommentare? Chaos-Samen! Ich wollte gerade sagen, sorgen wir ein bisschen für Chaos, aber das würde mir jetzt eigentlich zu lange dauern. Komm, geh weg! Geh weg! Blödes Ferkel mit einer Perle auf dem Kopf. Sag mal, stalkst du uns? Das passiert mit Stalkern. Okay, ich würde mal jetzt schätzen, da ein Gegner ist, bewachte er vielleicht die Treppe. Nö. Es ist nur ein weiteres Spoink. Und Spoink grenzt sich auf Floink. Da waren sie mal bei der Namensvergabe wieder ganz kreativ. Und warum setze ich nicht bis ein? Das ist doch very effective. Außerdem im Kreislaufen ist auch very effective. Zumindest gegen überflüssige Speckschichten. Dann muss man allerdings mehr als einmal im Kreis laufen. Stalkst du uns schon wieder? Ja, pass mal auf. Ich habe einen Sniper auf meiner Seite. Da sollte mich niemand stalken. Aber im Kreis laufen können wir weiter. Wuhu! Ich meine, Yukitero, erinnerst dich noch an die Zeit, wo wir klein und dünn und niedlich waren? Jetzt sind wir groß, fett. Ja, das Fett bezieht sich hauptsächlich auf dich. Und naja, wir sind nicht mehr wirklich die Knuddel-Pokémon, die wir früher mal waren. Wenn es bloß das Rückentwicklungsspray gäbe. Was es ja im Trading Card Game gibt, aber nicht im realen Pokémon-Spiel. Also, im realen Pokémon-Spiel, wie das klingt. Bäh. Ihr wisst, was ich meine. Bis! Kriegst du Schiss? Ach, und ich laufe mal über Wasser, weil ich's kann. Vielleicht führt es mich ja zum richtigen Weg. Nö.
Aber Yukitero findet ein Grüngummi. Ich würde mal sagen, es ist ein Grüngummi. Vielleicht ist es auch Floder. Bläh. Yukitero hat Halluzination. Hey, Yukitero, was siehst du? Yukitero kann jetzt nicht reden. Ist auch besser so, er würde nämlich eh wieder das Gleiche sagen. Yuki, Teru, komm her. Ist doch alles gut. Flora! Das ist natürlich das Richtige für dich. Ich würde es dir gerne zuwerfen, aber irgendwie funktioniert meine R-Taste gerade nicht. Jetzt aber. Boden. Und nimm das! Schmeckt super. Ja, das freut mich doch. Ist immerhin einer von uns beiden mal gesättigt. Apropos gesättigt, wie schaut's eigentlich um unseren Magen aus? Boah, fast 50. Ich meine, ein Glück, dass wir uns in Portale in die Unendlichkeit keine Sorgen mehr um Hunger machen müssen. Zumindest für den meisten Teil. Damals war das alles ein bisschen anders. Damals konnte man auch nur 20 Items mit sich tragen und nicht wie heute gefühlte 20.000. Und siehe an, ich bin mal wieder elegant in einer Sackgasse gelandet. Ist ja nichts Neues für mich. Ich weiß, dass ihr das gewohnt seid, dass ich gerne mal in einer Sackgasse lande. Und, oh, ein Wiesenjor, oh, du bist so süß und knuddelig und ich könnte glatt ein Kopfkissen aus dir machen, so süß bist du. Und flauschig und... Hat nicht funktioniert, okay. Dann legen wir dich auf Eis. Na, bleibst du hier! Du gibst wichtige Erfahrungspunkte. Sind zwar nur 94, aber die lasse ich mir nicht entgehen. Und sie haben endlich auch mal was für mich. Oder, ach ne, Yukitero, kannst du haben. Ich bin heute mal ganz nett zu meinem geschätzten Partner. Und doch ein weiteres süßes Wiesenjor, auch ein Schadenspunkt. Oh, zwei Schadenspunkte, du bist immer besser. Streng dich an, dann schaffst du vielleicht drei Schadenspunkte. Ach, und Hundusta lässt sich auch wieder blicken. Hallo, mein kleiner Bello. Bock auf Seifenblasen? Ach, und doch ein Hundusta, das hört ja gar nicht mehr auf. Es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Denn gleich kämpfen wir gegen noch ein Hundusta. Wer hätte es gedacht? Nur gut, dass ich mal wieder genug Top-Elixiere mitgebracht habe. Und was haben wir hier? Ein Wasser-Plus-Zeichen. Und es steht für nichts. Es ist einfach nur da und Spoink! Spoink, 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 Spoink. Einmal hier und einmal... Wow, warum gibst du so viel mehr Erfahrungspunkte als Wiesenjor? Ach, Wiesenjor, hallo. Wir haben uns ja vor 20 Sekunden gesehen. Wie ist es dir seitdem ergangen? Anscheinend nicht so gut, denn du bist auch schon wieder gestorben. Naja, läuft halt manchmal so im Leben, ne? Man kann es sich nicht mehr aussuchen. Was ich ja mal sagen muss über Portale in die Unendlichkeit. Die Gänge sind viel zu lang. Es gibt schon am Anfang des Spiels viel zu wenige große Räume in den Dungeons. Und das macht das... Das macht das Reisen manchmal irgendwie ja, ein bisschen langweilig. Dass du mich bloß nicht verwirrst, ne? Ich bin hier noch nicht fertig. Jetzt komm endlich her, oder... Was? Was? Yukitero, täuschen mich meine Augen. Meine Blume! Ja, deine Blume, ey. Okay, dann bleibt nur noch ein Ort, wo unsere geschätzte Treppe sein kann, ne? Und Spoink. Hallo, Spoink. Kann ich deine Kugel auf dem Kopf haben? Vielleicht kann ich sie bei Kekleon für... was weiß ich... ein Paket... Notizblocker verkaufen. Oh, und sieh an, ein neuer Bereich. Ein Wuchtorb, den ich allerdings nicht mitnehme, weil ich ja schon einen Wuchtorb habe und
Yukitero, du kannst meinetwegen mal alleine ein bisschen weiter suchen. Ich versuche mich ein bisschen unbemerkt vorzuarbeiten und mir wird langsam schwindelig. Komm, krall ihn dir, das ist doch keine Herausforderung für dich. Na warte, du suchst Ärger, den kannst du gerne haben. 42? Eisstrahl, nur 42? Also ich hoffe nur, meine Augen sind so schlecht und das war nicht wirklich das, was da stand. Okay, der Blubber ist effektiver als der Eisstrahl. Das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, aber... Nun gut, Mystery Dungeon Logik. Ach, wie Senior, ich ziehe dir nur so ungern das Fell über die Ohren, weil ich dich echt irgendwie niedlich finde, aber... Du lässt es halt darauf ankommen. Und immer noch so nebelig, aber... Potrot! Hallo, Potrot! Hallo, Potrot! Ja, ich liebe Potrot. Potrot ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Potrot, komm, schließ dich uns an. Wir haben bestimmt viel Fun zusammen. Och, Mensch. Na gut, das heißt, hier gibt es Potrots. Und Äpfel, die ich essen sollte. Ja, ich suche auch meinetwegen ein bisschen länger nach einem Potrot, wenn es sein muss. Und da ist noch eins. Hallo, mein kleiner Freund. Weißt du was? Wenn du dich uns anschließt, du kannst meinetwegen sogar der Teamanführer werden. Kein Scheiß. Nee, du nicht. Magnayen, du kannst ruhig mal dich gezielt aus dem Staub machen. Genauso wie Krakelo. Aufgewacht und guten Morgen. Ja, das tut meiner Stimme gerade echt ein bisschen weh. Muck nicht auf. Kühl dich erstmal ab. Und weiter geht die Suche nach Potrot. Werde ich mein Potrot bekommen oder nicht? Nein, aber wenn es weitergeht, bekomme ich bald noch ein Krakelo, das ich nicht gebrauchen kann. Na komm. Na komm. Du kannst nicht, ne? Aber ich kann das. Und ich kann an diese Items rankommen. Wow. Naja, das war jetzt nicht so geplant. Wie mies. Na gut, dann pfeife ich halt auf die Items. Danke, Yukitero, jetzt weiß ich zumindest, dass da nicht die Treppe ist. Also versuche ich mein Glück im Raum da unten, wenn du mal mit dem Geschieße fertig bist. Danke. Nee, dann bleibt eigentlich nur noch das Eckchen hier oben. Ob das auch reicht, Blubber? Yep, es reicht. Haben wir Spoings großen Bruder auch besiegt. Und da oben sind viele Items. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber da ist auch die Treppe. Zuerst... Ja, ja, Yukitero, das hatte ich eigentlich vor, aber wenn du es auch einigermaßen hinbekommst... Und es ist tatsächlich ein Monster Room! Und warum drücke ich A? Ich bin so ein Depp. Yukitero, lebe. Was auch immer du tust, lebe. Aber die machen anscheinend eh alle nur einen Schadenspunkt, da muss ich mir nicht so viele Sorgen machen. Okay, was genau macht denn der Wuchtdorp? Der Anwender wirft... Öffnet sich vor ihm kein Pokémon und wird gegen die Wand springen. Muss jetzt eigentlich nicht sein. Dann besiege ich doch mal lieber... dich zuerst... Und dann kann ich mich ja mal um die ganzen Magnaien kümmern. Ach, oder nicht die Magnaien, die sind hier die kleinen Schoßhündchen, die nichts drauf haben. Deswegen erstmal du, dann würde ich mich um... Oh, ja, Yukitero nimmt mir gerade die ganze Arbeit ab. Wundermon! Oder Magnayen, oder... Ach, ihr seid alle langweilig. Ich mache mir hier Sorgen wegen einem Monsterraum und dann ist das so pop einfach. Uah! Hey, brüll mich nicht weg. So weit kommt's noch. Alle schlaflos.
Ja, ihr werdet für wahr nachher eine schlaflose Nacht haben. Wenn ich erstmal mit euch fertig bin. Nur leider war unter den ganzen Pokémon kein Potrot bei. Ach, Yukitero, du wirst es schon schaffen. Ich kümmere mich erstmal um das Wichtigste, nämlich um das Geld. Denn von irgendwas müssen wir beide ja auch leben. Und noch ein Krakelo. Das gehörte aber nicht zum Monsterraum. Cash, Cash, beides überraschenderweise genau gleich viel. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. Hey, Taubsi! Mach dich dünne. Danke. Hey, Hundemon! Du kannst dich auch dünne machen. Hab meinen letzten Blubber nur für dich aufgehoben. Tauschen? Nicht unbedingt. Da kann ich lieber querlaufen. Aha, mal wieder eine Linkbox, die ich nicht benutzen werde. Mittlerweile bittet mich auch keiner mehr darum, Attacken zu verlinken. Ich glaube, es haben mich mal so zwei Leute darum gebeten, dass ich doch endlich mal Attacken verlinken sollte, aber wie ich bereits sagte, irgendwie mache ich es nicht. Es ist irgendwie nicht mein Spielstil. Vielleicht mache ich es mir selber nur unnötig schwer dadurch, aber haha, sehr gut, mein Level ist gestiegen. Freu dich. Bei mir wird es anscheinend noch ein bisschen dauern. Und wo wir gerade von dauern reden, dieser Dungeon könnte... Oh, was haben wir denn da? Ein Gelbgummi. Hey Yukiteru, ich habe einen guten Vorschlag für dich. Setz nicht Platscher ein. Und setz nicht unbedingt Attacken ein, für die du keine AP mehr hast. Na gut, dann soll es eben so sein. Nimm das! Habe ich auch wieder ein bisschen Platz in meinem Beutel. Und ach, sollen wir dich besiegen, sollen wir dich nicht besiegen? Ja, wir besiegen dich. Und doch. Was hoffst du damit zu erreichen? Ich verstehe dich nicht. Ah, Magnaien, aber kein Zeichen von Potrot. Dabei suche ich doch Potrot. Wo ist Potrot? Flairsamen, Apfel, ja, den Apfel, den stopfe ich mir gerne mal in die Kanone. Da ist Wasser? Okay, da ist tatsächlich Wasser. Ein kleines Wasserfleckchen, das ich mal übersehen habe. Und das da oben ist kein Potrot. Nee, das ist nur ein weiteres Magnaien. Ansonsten sind nur drei weitere Pokémon hier. Vielleicht ist ja eins von denen Potrot. Und vielleicht drehen wir auch noch eine Runde im Kreis. Das hält fit und macht schlank. Nope, ein weiteres Magnaien. Und senke bitte nicht die Genauigkeit meiner Teampartner. Das finde ich doch reichlich unhöflich. Und Level up. Yeah, Levelanstieg. Ich glaube, mein Panzer ist auch dicker geworden. Ja, wir sollten eigentlich nicht unbedingt dicker werden. Wir sind nämlich schon eine ziemliche Plauze. Ein kleines kugelrundes Turtok und dann noch kugelrunderes Bisaflor. Und nee, kein Glück mit Potrot. Aber mit Krakelo. Mach hier keinen Aufruhr, wir wollen nämlich gehen. Ich sagte, wir wollen gehen. Verstanden? Sehr gut. Dann gehen wir weiter. In der Hoffnung, dass es bald mal zu Ende ist mit dem Heulwald. Oh, und es ist zu Ende. Oh, ich habe mich total verlaufen. Wo mag ich nur sein? Ich habe mich verirrt. Ich habe Hunger. Ich habe echte Probleme. Nanu, kann es sein? Kommst du etwa, um mich zu retten? Bin ich froh, dich zu sehen. Wow! Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, ab dafür! Vielen, vielen Dank! Du hast mich aus großer Gefahr gerettet!
Kein Problem, Farbigel. Aber warum bist du überhaupt weggelaufen? In deinem Brief stand etwas von nicht erwachsen werden wollen, aber... Das ist... Oh! Ach, sieh an! Seine Verwandtschaft! Sieh nur, da ist er! Ja, ich sehe ihn! Wir müssen ihn zurückholen! Schnell! Wow, und was wurden wir hier drin verstrickt? Noch mehr Farbigel? Sie sind zu zweit. Hey, Farbigel, was wollen die? Warum spreche ich gerade Yukitero mit Farbigels Stimme? Meine Stimme ist sehr ansteckend. Ihr müsst aufpassen. Das sind meine Freunde. Komm jetzt. Auf dich wartet das schon wieder Probleme mit dem Speicherplatz auf meinem Computer. Er geht zu Neige. Aber sowas von. Bitte spenden Sie eine Festplatte an Nagi-Sensei ZX. Meine Adresse lautet am Veterniawald 3. Naja, vergess es. Ich werde mir irgendwann mal eine kaufen müssen. Darum muss ich nicht unbedingt meine Abonnenten anbetteln. Aber ja, Farbigel soll das Erwachsenenritual durchziehen. Werde ich nicht so. Du musst dir doch nur den Tatzenpatzer verpassen lassen. Nein! Wenn ich diesen Tatzenpatzer auf den Rücken bekomme... Da will ich lieber nie erwachsen werden. Wovon redet ihr? Ist das ein Ritual? Das ist eine alte Tradition bei uns Farbigel. Ab einem bestimmten Alter wird jeder von uns einen Tatzenpatzer auf seinem Rücken gekennzeichnet. Also, so ist das, ne? Um zu zeigen, dass man erwachsen ist. Mit der Vorderpfote drückt man ganz fest auf den Rücken. Ich ertrage eine derartige Geschmackslosigkeit einfach nicht. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Ich habe also gewisse Prinzipien, was Mode und Design betrifft. Ich weiß. Es ist beschlossen. Ich trete dem Team von Nagi bei. Ich nehme an den Rettungsaktionen teil. Also kehre ich nicht zurück zum Rudel. Edgy Badge. Ich verwirkliche mich auf andere Weise. Willst du das wirklich? Dann bleibt uns nichts übrig. Als Gewalt anzuwenden! Als unseren Ältesten von deiner Entscheidung zu unterrichten. Und dann Gewalt anzuwenden! Wir wünschen dir viel Glück bei deiner Karriere als Retter. Hey, nimm's gelassen. Oh, wow. Eine überzeugende Art, einen Job zu erhalten. Aber für mich ist das in Ordnung. Du gehörst nun zum Team. Wir erwarten, dass du dein Bestes gibst. Ja, sicher. Ich danke euch. Also, eins kann ich besonders gut. Zeichnen und malen. Ich kann zum Beispiel... einen Augenblick. Mal gucken. Ah! Ja, wie wäre es damit? Nur mal raus mit der Sprache. Betrachtet bitte das Design dieser Flagge dort. Ich könnte beispielsweise das Design dieser Flagge umgestalten. Wenn du das Flaggendesign ändern möchtest, dann sag mir bitte Bescheid. Okay, danke, liebes Farbigel, dass wir niemals, niemals, niemals einsetzen werden. Ich werde meinen eigenen Platz in der Himmelblau-Ebene finden und bis dahin... Und bis dahin, das ist ein gutes Stichwort. Kurz ausgeschlafen und dann suchen wir uns nächstes Mal nach neuen Jobs und neuen Abenteuern um. Und keine Post. Wie langweilig. Worüber soll ich mich denn jetzt am Frühstückstisch bekrümeln? Nun gut, danke fürs Zuschauen, das hat ja wirklich einigermaßen problemlos geklappt. Mal ganz abgesehen von meinem Festplattenproblem, das ich aber bestimmt irgendwie in den Griff kriegen werde. Nehme ich doch einfach mal an. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, entschuldigt die etwas längere Pause. Ich werde versuchen, jetzt wieder regelmäßiger aufzunehmen, wie ich schon so oft gesagt habe. Aber manchmal holt einen das Real Life doch ein und man braucht eine kleine Pause. Nun denn, das ist jetzt aber nicht mehr weiter wichtig. Es wird jetzt ein bisschen fixer weitergehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann!